Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS22 auf der Landersum. Wir sind jetzt dabei, unsere Neuanschaffungen, die ich gerade eben kurz offscreen gekauft habe, an Ort und Stelle zu bringen. Das wird jetzt natürlich ein etwas komplizierter Akt, weil Drehschemel rückwärts ist so eine Sache für sich. Wir haben jetzt zum heutigen neuen Tag zwei neue Rudolfwagen und einen Autostack und sind momentan fleißig dabei, einmal Sonnenblumen häckseln, geht später auch noch mal in den Mais, irgendwann zur späteren Folge hin, Rüben kommen runter und gleichzeitig die ersten Kartoffeln, auch wenn man beim Kartoffelroder noch mal ein bisschen, ich nenne es mal Feinjustierung betreiben muss. Noch läuft das bei dem nicht ganz so gut, abgesehen davon, dass er noch keinen einzigen Abfahrer hat. Aber das wird sich, glaube ich, gleich ändern. Hoffe ich mal. So, du musst fahren. Wobei, das passt eigentlich schon so. Du fährst runter zu Feld 119. Wenn ich es gefunden habe. Ja, Feld 119. Du fährst da einmal runter. Die automatische Abdeckung bitte nein. Müssen wir die gleich nochmal runterschmeißen. Ja, der ist jetzt fleißig bei den Sonnenblumen. Hier sind jetzt insgesamt drei Traktoren beim Abfahren. 7, 18, 27 und 9, 16. Der hier ist am Kartoffelroden. Das ist so eine Sache für sich. Mal gucken, wie das hier generell wird. Und eine Sache, die mich jetzt gerade interessiert, lässt sich das hier mit dem einstellen. Gucken Sie die Mittel überwachen, bla bla bla. Feldarbeit, Feld. Jetzt würde mich gerade interessieren, ob das hier eigentlich auch geht mit dem automatischen zum Abladen fahren. Ich glaube es von nicht. Also hier kann man es jedenfalls nicht einstellen. Und ich denke mal hier auch nicht. Nö. Hier geht das ebenfalls nicht. Dann deaktiviere ich dich mal. Dann fahren wir einfach mal eben zum Feldrand. Ich lege hier einfach schon mal einen letzter Wegpunkt. Also ich weiß, da hinten ist irgendwo die Einfahrt. Da sollte er den anderen gleich treffen. Ja, während der Bursche hier dann die Kartoffel rodet und da hinten dann wahrscheinlich der entsprechende Abfahrer dann steht. Ich wohne an diesen Stellen hier. Es hat eigentlich bis gerade eben auch überhaupt nicht funktioniert im Boden. Jedenfalls kommen erstmal die Kipper hier vorne irgendwo am Feldrand eben hin. Und dafür kümmern wir uns dann um diverse andere Dinge. Wenn ich denn nicht mehr hier am Baum klebe. So, ich glaube, wir bleiben hier einfach mal stehen. So, und ich würde mal behaupten, der hier hat ein kleines Problem. Ja, der ist voll. Der eine LKW reicht, glaube ich, nicht so ganz aus. Oder er muss ein bisschen geschickter fahren. Das kann auch durchaus sein. Aber ich hoffe mal, dass wir wenigstens dann durchs Geld mit dem Ballenverkauf vielleicht noch ein bisschen was wieder reinkriegen. Es wird nicht die Welt sein. Das gebe ich ehrlich zu. Aber da müssen wir halt eben mit zurechtkommen. Beziehungsweise was du eigentlich machen müsstest, ist am Feldrand abbunkern, dass er halt Teil wegfährt, Teil bleibt erstmal liegen. Den fahren wir dann einfach vielleicht am Folgetag eventuell weg. Irgendwie sowas in der Art. Und ja, derweil gucken wir uns ein bisschen das Sonnenblumenhäckseln an. Ich sag mal so, wir haben das Feld, glaube ich, schneller runter, als man denkt. Weil wir fahren hier teilweise mit fast 20 km/h übers Feld. Also von daher, hier sollte gut was zusammenkommen. Und mal gucken, was waren das nochmal? Ich glaube 50.000 ungefähr. So über den Daumen. 231, ja, nicht ganz. Sagen wir 45.000 ungefähr. Lohnkosten noch nicht abgezogen. Also sollte schon noch irgendwie werden. Ja gut, bergauf, da tut er sich gerade aktuell schwer mit, aber
Also ich müsste der Hexel auch generell mal in die Werkstatt. Also von daher ist das auch wieder so eine Sache. Und vielleicht dauert es dann doch länger als gedacht. Obwohl, ja, es ist halt, glaube ich, nur dieses Bergauf. Ich glaube, nur beim Bergauffahren, da hat er so seine kleinen Schwierigkeiten. Hier wird er natürlich schon, geht's schon ein bisschen zügiger hier oben. So, zu 60% schon gefüllt. Da sagt man auch erstmal nicht nein zu. Ja, natürlich, die drei Abfahrer sind, glaube ich, für das Feld hier oben ein bisschen, vielleicht sogar schon fast zu viel. Aber wirklich abziehen will man auch nicht, weil als nächstes geht es dann, was hatte ich denn irgendwo hier unten noch einen zweiten Wechselauftrag? Ne, war doch 143, ah ne, das waren auch Sonnenblumen. Geistreich hingestellt. Das muss ich schon sagen. Dann habe ich mich, glaube ich, gegen das Maisfeld entschieden gehabt. Aber gut, ich sag mal so, ich habe da jetzt auch nichts gegen. Ich glaube, Sonnenblumen sind leicht und schnell verdientes Geld. Und ja, es hat natürlich nicht die hohe Methanausbeute, aber könnte man zur Not ein bisschen als Alternative zum Mais betrachten. Klar, also eine Biogasanlage kannst du damit nicht vollwertig betreiben, aber ich habe ja gesagt, wenn es am Ende heißt, hier, zumindest soll es, glaube ich, in Bayern, ich weiß nicht, ob es deutschlandweit gilt, dass eine Biogasanlage nur zu 40% mit Mais betrieben werden darf. Ich sag mal so, dann sagt man sich einfach mal, gut, wenn es auf 30% runtergeht, wir pflanzen mal irgendwie Sonnenblumen an oder als noch wieder andere Alternative Silf hier, da musst du nicht jedes Jahr neu pflanzen. Klar, die Ausbeute ist bei weitem nicht so hoch zu dem Methan, aber man kriegt wenigstens dann hier, kann man es anders, glaube ich, abrechnen. Und ich sag mal so, mit der Blüte her lässt sich es, glaube ich, auch verwenden für Imker. Können sie da vielleicht am Feldrand eventuell ihre Bienen hinstellen. Natürlich jetzt nicht unbedingt dann, wenn gespritzt wurde, aber und ich hoffe mal, dass der 27 Reiten jetzt so schlau ist und wartet. Also, das ist mal was anderes. So. Dann mal eben kurz gucken, wo ist der 820? Der steht gerade hier oben. Also, das mit den Kartoffeln, das könnte noch ein bisschen dauern. Ich hoffe mal jetzt echt, dass das auch nicht zu sehr Nachtschicht am Ende wird. Und vielleicht hätte ich auch die Folge ein bisschen früher dann aufnehmen sollen. Dass man da eben kurz kauft, dann den Häcksler hier an den Start setzt und während der da unten runterfährt und schon mal anfängt, sich um das Häckseln kümmert. Das wäre vielleicht eine Maßnahme gewesen. Und ich glaube, jetzt sieht man, was ich hier meine. Mit 20 km/h. Wenn wir es genommen haben, sind sogar 26. Wir jetzt hier den Berg runter rasen. Also von daher, das ist auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern. Also da lässt sich schon mal gut was runterholen. Also das Geld, das sollte relativ zügig sogar zusammenkommen. Guck mal, vielleicht bleibt mal eben kurz beim Häcksler, wie lange braucht der so ungefähr. Nur, dass man so was zur Grundplanung vielleicht hat. Gut, das geht sich sowieso nicht aus, aber dann hat man wenigstens so etwas, wo man zumindest planen kann. Ich weiß nicht, kommen wir hinten sogar über? Ja doch, das sollte nicht das Problem sein. Das kriegen wir hin. So. 96%. Jetzt nicht den Zaun übersehen. Hier beim ganzen Schatten. Und dann fahr du mal ab. 95% besteht, 97 haben wir, also eigentlich sollte der jetzt abfahren. Wie aufgetankt werden. Hab irgendwo vergessen, Diesel reinzupacken. Der läuft nicht,
Also der bräuchte 36 Minuten hierfür. Wir lassen ihn noch mal eben ein bisschen fahren. Dann müssen wir mal gucken. Wo ist denn eigentlich überhaupt der LKW? Ach, der steht hier irgendwo. Ja, sag das doch, dass das hier so eine Halle ist. Und ich wundere mich, warum das da noch nicht weitergeht. Also, ich sehe schon, kommt, das wird noch Nachtschichten mit sich bringen. Die Befürchtung habe ich. Dann hoffe ich mal, dass die nicht zu stark werden. Gerade 916, der hat gerade abgetankt. Dann geht es mit dem 27 weiter. Fahren wir mit dem eben einfach mal eine Runde selber. Einfach, weil wir es können. Und die stelle ich, glaube ich, auch mal eben ein bisschen um. Dass du beim Rückwärtsfahren auch ruhig mit irgendwie 10, 11 km/h fahren darfst. Gut, die Gefahr besteht, dass er jetzt schneller gegen Zäune fährt, aber dann geht es vielleicht noch mal ein Stückchen zügiger. Ich sagen muss, dass das aktuell mit dem Diesel ein bisschen ärgerlich ist. Aber sah zum Abend hin eigentlich ganz gut aus noch vom Dieseltank, dass er noch weit kommen würde, aber da hat man sich doch wohl noch ein bisschen verschätzt. Vielleicht müssen wir Picky mit dem Häcksler sogar jeden Abend einmal immer in die Zapfsäule, wie es glaube ich auch in der Realität ist. Ich glaube auch wirklich, dass eigentlich vor allem die großen Erntemaschinen, dass sie alle erst einmal zum Abend entweder aufgetankt werden oder bevor sie losfahren morgens. Was ist denn ohne... Also mit leerem Tank wird er auf jeden Fall nicht vom Hof gefahren. Ich glaube, man kommt man auch sowieso nicht weit. Vielleicht sollte ich mir das angewöhnen. Das Tempo ein bisschen drosseln, der kommt jetzt mit dem Berg wieder etwas schwerer hoch. Oder wie sieht das hier aus? Ja, könnte hinkommen. Ich will auch gerade überlegen, wie viele Runde ist das jetzt eigentlich? Das müsste jetzt glaube ich die vierte sein. Fünf macht der. Also ich könnte natürlich hier die Sonnenblumenstoppel zählen, aber das ist mir ein bisschen zu blöd. Und da war ich jetzt ein bisschen zu schnell unterwegs. So, der LKW. Was macht der? Und dann lassen wir eben kurz Auto Drive nochmal eben fahren. Ich will nämlich wissen, was hier... Ich höre einen LKW. Also die Rüben sind raus. Sind die Rüben jetzt eigentlich überhaupt abgeliefert worden? Nee. Die sind nicht abgeliefert worden. Also ich hoffe jetzt mal ganz sogar ehrlich gesagt, dass der die nicht jetzt wunders weiß wie wohin gekippt hat. Was ist denn jetzt? So, dann machen wir hier mal eben weiter. Und ich würde dann auch an der Stelle sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Muss mal gucken, was man vielleicht am besten in der nächsten Folge macht. Ich denke mal, wir sammeln einfach ein paar Ballen. Und dann sage ich an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.